Hi, schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute, wie du Python in Visual Studio Code programmieren kannst. Visual Studio Code ist eine Programmierumgebung und ich finde die echt top, denn du hast hier viele Möglichkeiten und kannst eventuell auch später andere Programmiersprachen da drin programmieren. Ich verwende es sehr gerne und deswegen zeige ich dir in diesem Tutorial, wie du das auch installieren kannst und eben Python da einbauen kannst. Genau, als erstes musst du hier das Ganze herunterladen. Link kommt wie immer in die Beschreibung, codevisualstudio.com, und hier einfach drauf gehen und hier auf Download klicken. Dann startet sich in kürzer Zeit ein Download und den speichern wir jetzt hier. Cybersecurity. Be part of IT. Das dauert kurz, jetzt zeige ich dir kurz. Wenn du Python noch nicht installiert hast, schau dir das Video davor an, wird oben verlinkt. Einfach auf das i klicken und schau dir das an, dann kannst du hier gleich direkt danach weitermachen und hast Python danach auch installiert. Genau, wenn der Download abgeschlossen ist, dann klickst du hier unten drauf und das Ganze startet sich. Einmal das Ganze akzeptieren, ich mache das hier mal wieder in Minimatur, keine Ahnung, ob es das Wort gibt, aber ja. Einmal akzeptieren, dann weiter und hier macht ihr den Haken auf Desktop-Symbol erstellen, wenn ihr das wollt natürlich. Ich finde es ganz gut und hier zu Pass hinzufügen. Hier müsst ihr eventuell neu starten, aber den auf jeden Fall auch machen, den Haken. Genau, dann klicken wir auf Weiter und klicken auf Installieren. Es dauert kurz und ja, wenn das abgeschlossen ist, dann können wir den ganzen Editor auch schon mal starten und loslegen, ihn richtig einzurichten. Gut, dann einmal auf Fertigstellen, dann startet er sich automatisch, wenn ihr den Haken gesetzt lasst. Gut, wenn wir das Ganze dann installiert haben und geöffnet, dann sieht es bei dir so aus, im Normalfall zumindest. Genau, dann müssen wir die Extensions öffnen und zwar klicken wir hierfür auf diese vier Klötze hier an der Seite. Wir wollen nämlich eine Python Extension installieren, damit wir die dann auch verwenden können. Und die wird uns hier auch gleich ganz oben schon vorgeschlagen. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann gib hier bitte Python ein. Und ja, hier wichtig, diese Microsoft Extension verwenden, denn die ist am besten sozusagen für unsere Zwecke zumindest. Dann hier einmal auf Install klicken und kurz warten. Das wird jetzt alles heruntergeladen und installiert. Währenddessen können wir hier die Meldung wegklicken, denn die interessiert uns nicht. Gut, wenn das Ganze dann hier fertig installiert ist, dann können wir hier auf X klicken und landen hier wieder auf unserem normalen Screen. Jetzt wollen wir unseren Python-Ordner öffnen. Dafür klicken wir hier oben auf File und Open Folder. Dann wählen wir hier auf Desktop unseren Python-Ordner aus. Ordner auswählen und dann wird unsere Umgebung auch schon gestartet. Das kann ein bisschen dauern. Ich bin hier gerade auf einer VM, deswegen ist das vielleicht ein bisschen langsam. Und wir sehen jetzt hier Python. Das ist der Ordnername und wir sehen auch unsere Datei, die wir im letzten Video erstellt haben. Den Ordner haben wir auch übrigens im letzten Video erstellt. Genau. Dann können wir jetzt hier eine neue Datei erstellen, neuen Ordner, alles reloaden und so weiter. Wir wollen jetzt hier eine neue Python-Datei erstellen und zwar nennen wir die einfach mal hallo2.py. Wichtig immer das .py eingeben. Dann sehen wir hier oben, jetzt haben wir zwei Reiter, einmal unser altes Programm und einmal unser neues Programm. Hier das alte können wir schließen und was jetzt hier auch extrem wichtig ist, ist eben PyLint. Diese Meldung kommt bei euch auch, wenn ihr es noch nicht installiert habt. Da klickt ihr einfach auf Installieren. Das macht euch das Leben wesentlich leichter. Genau. Das dauert kurz. Und wir sehen jetzt hier unten, wir haben ein Terminal da. Das ist ganz normale PowerShell. Wir können ja auch tippen. Und ja. Er installiert uns hier jetzt eben diesen Liner. Das dauert kurz und wenn es abgeschlossen ist, können wir auch dann schon anfangen, mal wieder ein Hello World Skript zu schreiben.
Genau. So sollte es dann bei euch auch ungefähr ausschauen. Und ja, jetzt können wir hier mal wieder Print machen. Keine Sorge, wir werden eventuell in einem anderen Video mehr ins Detail gehen. Je nachdem, wie gut die Python-Videos ankommen, kommen dazu mehr Videos. Gut, dann gehen wir wieder Hallo Welt ein. Und wir sehen hier oben an dem Punkt, das finde ich extrem nice, wenn der Punkt da ist, ist die Datei noch nicht gespeichert. Wenn wir jetzt Steuerung S drücken, dann geht der Punkt weg und das Ganze ist gespeichert. Das ist wichtig, denn sonst führt ihr euren alten Code aus, also eine leere Datei. So, wie führen wir jetzt die Datei aus? Ganz einfach, hier oben ist ein Pfeil. Da klicken wir drauf und wir sehen hier unten den Befehl. Der wird hier automatisch dann eingefügt und wir sehen Hallo Welt als Ausgabe. Hat schon mal funktioniert. Wenn, genau. Dann können wir hier noch den Interpreter auswählen. Falls wir jetzt hier mehrere Python-Versionen haben, können wir das hier unten auswählen, mit welchen Python-Version er eben das ausführen will. Finde ich auch noch ganz interessant. Jetzt noch mal ein paar kleine Feinheiten. Und zwar, wenn dir die Schriftgröße zu klein ist, kannst du hier auf File, Preferences, Settings gehen. Und ja, diese Meldung hier geht nicht weg, geht weg. Und hier kannst du die Größe ändern. Zum Beispiel, sagen wir mal 24. Weil es so lustig ist, falls jemand SpongeBob gesehen hat. Gut. Dann gehen wir jetzt hier rein und sehen, Hallo Welt ist schon mal viel größer geschrieben. Das Ganze können wir hier in den draufklicken und dann sehen wir eine JSON-Datei und hier haben wir dann alle Settings, die wir schon gemacht haben. Wir sehen hier auch Font Size 24. Ganz cool, falls ihr dann mal System wechselt, könnt ihr euch einfach diese JSON-Datei rauskopieren, wieder einfügen und euer Visual Studio Code schaut genauso aus wie früher. Genau, wir haben jetzt hier unseren Python-Ordner, wir haben ein Python-Programm programmiert, ausgeführt, ja, und wir können auch hier die Schriftgröße umändern. Die Extensions installiert, hier Python und jetzt können wir auch loslegen für die nächsten Videos. Und genau, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt Visual Studio Code installiert, Python installiert und kannst jetzt richtig loslegen. Also, ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass doch ein Like da. Wie immer ein Abo für mehr IT-Sicherheit und IT. Und ansonsten, schau auf Instagram vorbei, schau auf Discord vorbei. Mega coole Community am Start. Und ich würde sagen, ich wünsche dir einen mega schönen Tag noch. Bis zum nächsten Video. Peace.